Königin Marikas Schlafgemach war schon immer ein Ort, der in Mysterien gehüllt war. Doch mit den Enthüllungen aus dem DLC-Trailer erscheint diese Kammer nun in einem ganz anderen Licht. Und damit bekommt auch Marika ganz neue Facetten im goldenen Kaleidoskop ihres Charakters, der im Lichtkegel dieses Videos stehen wird. Marikas Schlafgemach wurde vermutlich inspiriert vom römischen Pantheon. Diese Gemeinsamkeit wird besonders deutlich an der ikonischen Kuppel im Innern, die ein Sonnenlichtkegel in den Raum wirft. Und an dieser Stelle kann man noch etwas anderes in den Raum werfen, und zwar einige Theorien, was das zu bedeuten hat. Glücklicherweise gibt es Historiker, die sich mit genau dieser Frage beschäftigt haben. Und diese runde zentrale Öffnung, das sogenannte Oculum, hatte symbolische Bedeutung im Zusammenhang mit der Verehrung von Göttern. Denn diese repräsentierte nicht nur eine Verbindung zur himmlischen Sphäre, sondern auch das Eindringen von Licht, das als göttliche Präsenz interpretiert werden kann. Genauso könnte es als ein Symbol für göttliche Erleuchtung stehen oder vielleicht sogar als Allgegenwart verstanden werden. So schufen die antiken Architekten damals nicht nur ein beeindruckendes Bauwerk, sondern auch ein Ort, der die Gegenwart der Götter deutlich machen sollte. Sogar der Name Pantheon legt eine Weihung der Götter nahe. Und auch in Marikas Schlafgemach war, wie wir wissen, eine Göttin präsent. Welche Götter dort verehrt wurden, ist nicht vollständig überliefert, doch Historiker haben mir die Vermutung aufgestellt, dass es ein Tempel der Gestirnsgottheiten war. Durch Cassius Dios Überlieferung haben wir zudem erfahren, dass im Inneren des Heiligtums Götterstatuen aufgestellt waren. Namentlich erwähnt wurden hier allerdings nur Mars, Venus und der Divus Iulius. Eine Möglichkeit war Historiker nach, die Verehrung sämtlicher Gestirns- bzw. Wochengötter zu rekonstruieren, als auch Sol, Luna, Merkur, Jupiter und Saturn. Denn die Römer verehrten als Teil ihrer polytheistischen Religion verschiedene Gottheiten. Doch die Verehrung dieser Gottheiten in der Antike war nicht von Dauer. Denn im Laufe der Zeit und mit den Veränderungen in der römischen Gesellschaft, insbesondere nach der Verbreitung des Christentums, sollte auch das Pantheon einen anderen religiösen Nutzen bekommen. Dieses wurde umgewidmet und nun als katholische Kirche benutzt. Die Umwidmung von Tempeln war während der Geschichte nicht ungewöhnlich und politische, religiöse oder kulturelle Veränderungen führten oft zu solchen Transformationen. Im Jahr 609 nach Christus wurde es in Sancta Maria ad Martyris umbenannt und der Jungfrau Maria und den Märtyrern gewidmet. Dies war Teil der Christianisierung Roms und anderer heidnischer Kultstätten. Einer mittelalterlichen Legende nach hatte Bonifatius IV. Sogar 28 Wagenladungen mit Gebeinen von Märtyrern aus den Katakomben in die Kirche bringen lassen. Und dieses Bild von Marika als Märtyrer deckt sich interessanterweise auch mit der Szene, die auf uns wartet, sobald wir das erste Mal das Innere des Erdenbaums betreten. Doch in Bezug auf die Geschichte der Vergangenheit ist das wichtigste Element ohne Zweifel der Vorhang oder Schleier über dem Bett. Dieser ist, genau wie in der englischen Übersetzung, als Baldachin bekannt. Und interessanterweise gibt es viele Items, die mit genau so einem Schleier in Verbindung stehen. Zum Beispiel den verhüllenden Schleier, in dem steht: Talisman aus dunklem Stoff mit edlem Glanz. Beim Ducken verbirgt er den Träger auf eine bestimmte Entfernung vollständig vor Gegnern. Der Stoff stammt von einem der Tarnschleier, die in der Nacht der schwarzen Messer von den Assassinen eingesetzt wurden. Ich will an dieser Stelle nicht noch einmal das riesengroße Lorfass der Nacht der schwarzen Messer aufmachen, doch diese Verbindung ist auf jeden Fall interessant, um es vorsichtig auszudrücken. Und auch die Assassine der schwarzen Klinge vor Marikas Schlafgemach kann, denke ich, nicht zu Marikas Gunsten ausgelegt werden. Doch trotzdem halte ich mich hier an den juristischen Grundsatz in dubio pro reo, also im Zweifel, für den Angeklagten. Doch der verhüllende Schleier ist aus symbolischer Sicht auf jeden Fall interessant. Dazu gibt es im Spiel noch den Segen des Firmaments, der genauso mit einem Schleier in Verbindung steht. Und dieser könnte uns vielleicht sogar noch zu tieferen Lore-Erkenntnissen führen. Diesen Segen des Firmaments bekommen wir jedes Mal, wenn wir uns von Fia umarmen lassen. Auf Englisch heißt dieser sogar extrem passend Baldachin's Blessing und deckt sich damit 1:1 mit dem, ich sag mal, Fachbegriff für so einen Schleier über dem Bett. Und in diesem lesen wir Folgendes. Dies ist die Gunst einer Gefährtin auf dem Sterbebett, der Schutz eines verborgenen Tempels in Gestalt eines Schlafgemachs. Diese Gunst lässt euch eure körperlichen Leiden vergessen. Allein Frieden erwartet uns nach dem Tod, denn er befreit uns von allen Empfindungen. Besonders interessant ist hier die direkte Verbindung zu einem Schlafgemach. Fia stellt im Laufe ihrer Quest sogar einen strahlenden Segen des Firmaments her und durch Fia können wir sogar eine Art Traumwelt betreten, in der wir gegen den Lichtdrachen 46 kämpfen. Die gleiche Welt, in der auch Godwin einmal gegen 46 gekämpft hat. Es kann an dieser Stelle sogar spekuliert werden, dass wir die Lande der Schatten hier schon einmal betreten haben. Doch dass so ein Schleier in Verbindung mit einer anderen Welt steht, sehen wir nicht nur während der Quest von Fia.
Denn im Trailer zu Shadow of the Erdtree Tree sehen wir über dem sogenannten Schattenbaum einen ganz ähnlichen Schleier. Und dieser breitet sich nicht nur über dem Baum aus, sondern über dem ganzen Land. Man kann eventuell sogar aufgrund der Fallrichtung des Schleiers am Himmel schlussfolgern, an welchem Ort auf der Karte sich die Gebiete der Schattenlande befinden. Auf diesem Bild fällt der Schleier nach links, weswegen sich dieser Ort auch links vom Schattenbaum befinden muss. Und gegenteilig verhält es sich mit diesem Bild. Dieser Ort befindet sich scheinbar auf der rechten Seite der Karte. Und wenn man nun annimmt, dass sich der Schattenbaum und der Schmelztiegel genau dort befinden, wo in Laendell der Erdenbaum steht, dann entfaltet sich an dieser Stelle sogar noch eine andere Theorie. Denn diese Gebiete scheint sich aufgrund der gezeigten Perspektive genau dort zu befinden, wo auf der Karte nichts als Wasser ist und eine ominöse Wolke. Und man kann daher vielleicht die Vermutung aufstellen, dass sich die Lande der Schatten genau dort in diesem Areal befinden, das auf mysteriöse Weise von der Karte der Zwischenlande gefegt wurde. In meinem Video zu den Riesen habe ich in diesem Zusammenhang schon einmal von der Meteortheorie gesprochen und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Theorie mit Shadow of the Erdtree ein kleines Lore-Revival erleben wird. An dieser Stelle könnte man noch einmal über die Platzierung der Türme sprechen, denn diese sind in einem exakten Hexagon angeordnet und in der Mitte davon befindet sich die Wolke auf der Karte. Und im Hinblick auf die Schattenlande könnte das, denke ich, noch ganz andere Lore-Implikationen haben. Vielleicht wurde hier ein Ritual abgehalten, um eben diese flächendeckende Verschleierung zu erreichen. Der Körper von Rani liegt interessanterweise auch auf einem der heiligen Türme und dieser hat in der Vergangenheit prominenterweise auch mal mit einem Ritual auf sich aufmerksam gemacht. Ich kann mir daher gut vorstellen, dass uns in dieser Hinsicht noch einige Überraschungen erwarten werden. Doch dieser verhüllende Schleier, der sich über die gesamten Schattenlande legt, kann, denke ich, in erster Linie mit Marika in Verbindung gebracht werden. Im Spiel gibt es sogar ein Item namens Schleier des Imitators und dieser ist dazu in der Lage, die subjektive Realität selbst zu verändern, indem er die wahre Gestalt eines Menschen verhüllt. Und in diesem lesen wir Folgendes. Ein goldener Schleier mit kompliziertem Muster, verbraucht FP und imitiert Objekte in der Nähe. Als Godric aus der königlichen Hauptstadt Laendell verjagt wurde, war dies einer der vielen Schätze, die er mitnahm. Dieser Schleier ist auch als Marikas Spielerei bekannt. Das könnte man in der Tat als bloße Spielerei betrachten, wenn man bedenkt, dass Marika eventuell dazu in der Lage war, so etwas auf der Bühne der Schattenlande zu installieren. Denn genau wie mit diesem Schleier der Königin die wahre Gestalt verhüllt wird, so ist der Schleier über den Schattenlanden dazu da, ein ganzes Land zu verstecken. Ein Schleier aus dem Stoff der Realität selbst. Und das bringt mich zu der Theorie, dass Königin Marikas Vergangenheit um einiges düsterer ist, als wir bisher angenommen haben. Miyazaki hat in einem Interview schon verraten, dass die Lande der Schatten der Ort ist, an dem Marika zu einer Göttin wurde. Und ich kann mir extrem gut vorstellen, dass Marika nicht einfach nur im göttlichen Lotto gewonnen hat und so mal eben zu einer Göttin wurde. Dieser Aufstieg zur Göttin hatte, denke ich, seinen Preis. Und Marika wollte vielleicht um jeden Preis sicher gehen, dass niemand erfährt, was sie dafür bezahlt hat. Und mit diesem Hintergrundwissen ist es vielleicht interessant, sich noch einmal das Bild von Mesmer anzuschauen. Denn hinter Mesmer befindet sich nicht nur eine Statue von Marika, die ein Baby in den Arm hält. Hinter Mesmer befindet sich sogar ein Vorhang. Und dieser Vorhang befindet sich nicht über Mesmer selbst, sondern direkt über der Statue von Marika. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Zufall ist, wenn man bedenkt, wie symbolisch aufgeladen dieser ist. Doch bis zum Erscheinen des Elden Ring DLCs bleibt dieses Geheimnis, denke ich, verhüllt.